Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es was ganz Besonderes geben, meine Freunde. Denn wir werden heute eine Einkaufstour machen und Feuerwerk kaufen, Leute. Denn es wird heute einen Vlog geben. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock, Leute. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu Feuerwerk? Ja, 2 Jahre lang konnten wir nichts kaufen und lange mussten wir warten. Ich habe gehört, dass schon einiges weg sein soll. Und ja, ich hoffe, ich kriege trotzdem noch was, Leute. Wir werden einige Geschäfte abklappern. Und ich werde euch meine Bestellung von PyroWeb zeigen. Denn mein Partner PyroWeb hat mir Feuerwerk im Wert von über 1000 Euro zugeschickt, Leute. Es wird geisteskrank. Deswegen check gerne PyroWeb ab. Kurz nochmal danke für das Feuerwerk, Leute. Und genau, ich würde sagen, wir quatschen lange. Ich mache mich fertig und dann gehen wir los. Wie gesagt, wenn einfach straight losfahren. Wir werden uns nicht extra Prospekte angucken, sondern einfach losgucken, was wir kriegen werden. Dessen würde ich sagen, let's go, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vlog. Also, let's go. So Leute, jetzt sind wir am Geschäft angekommen. Jetzt gehen wir zu Jawohl. Bin mal gespannt, was die so für Knaller haben. Ich glaube, das wird somit das Beste sein. Bremen-Weser-Park natürlich auch. Hoffentlich schaffen wir das auch, ist noch nicht zu spät. Genau, let's go, wir gehen jetzt erstmal rein. Junge, die haben so ab heute Morgen so 7 Uhr Feuerwerk gehabt. Crazy. So, und da sind wir auch angekommen. Oh, sehr, sehr nice. Gucken, was die hier so haben. Okay. Ah, das brauchen wir nicht. Okay, D-Böller. 4,99 kosten die. Ah, hier auch nice. Hier füllen die schon einiges wieder auf jeden Fall. Hier ist schon so einiges leer. Wir brauchen auf jeden Fall Raketen. Und vielleicht hätte ich mir mal einen Einkaufswagen holen sollen. Ich glaube, den holen wir noch mal jetzt. So geht das Ganze doch besser schon vonstatten hier. Mit Einkaufswagen. Let's go. So, 5,99 China-Cracker. Ich würde sagen, davon nehmen wir erstmal so 2 Pakete mit. Nehmen mal 3 mit. Soll der Geiz. So, ich glaube, so für 10 Euro können wir mal so eine Packung Raketen mitnehmen. 9,99 geht auf jeden Fall fit. Nehmen wir mal eins mit, haben wir ja so ein bisschen Auswahl auf jeden Fall. Das Package ist auch nice. Hier haben wir 27 Raketen für 15,99. Das gönnen wir uns mal hier. Let's go, das wird eingetütet. Obwohl, hier haben wir sogar 30 Raketen. Für 20 Euro. Ne, ich glaube, da ist das Angebot besser. Da haben wir 27, ja, das ist besser auf jeden Fall als das. Sieht auch sehr nice aus. Ich liebe ja Raketen über alles. Schreibt mal gerne unten Kommentare. Man kann ja jetzt so das erste Mal seit 2 Jahren wieder Feuerwerk kaufen. Kauft euch was? Ja oder nein? Dann sagt ihr, ey, nee, Marvin, das ist total unnötig. Das ist einfach nur Umweltverschmutzung, kann ich auch verstehen. Aber ich muss sagen, ich habe schon immer Böller und so geliebt. So, hier so 1,11 Euro. Können wir auf jeden Fall mal so 3 von denen mitnehmen. Ist ja jetzt nicht so teuer. Let's go. Römische Lichter. 2,49. Dann nehmen wir mal so eine Packung mit von. So, und jetzt gehen wir mal zu den D-Böllern. 3,99. Dann nehmen wir mal ein paar von mit hier von dem guten Stück. Da sind so 80 Stück drin. Nehmen wir mal so 3-4 Packungen mit, würde ich sagen. So, die sind eingetütet. Let's go. Es geht weiter. Ich glaube, sonst haben die nur noch die da. Also die größeren haben die gar nicht mehr. So, dann würde ich sagen, erste Ziel ist erreicht. Jawohl, abgehakt. Jetzt müssen wir weiter. Jetzt gehen wir bezahlen, dann fahren wir weiter nach Bremen. Was natürlich nicht fehlen darf, sind diese Sturmfeuerzeuge. Dann nehmen wir, würde ich mal sagen, so 3 Stück von mit. Oder erstmal 2. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Nehmen wir die erstmal mit hier. So, das ist erstmal die Ausbeute von der ersten Einkaufstour, von dem ersten Geschäft. Vielleicht kommt mir das nur so vor, aber meiner Meinung nach ist das Feuerwerk echt teurer geworden. Wir haben jetzt für die Sachen hier bezahlt. 68 Euro. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Geschäft. So, Einkaufswagen ist weggebracht. Man hört offenbar schon die ein oder anderen Knallen gerade schon. Ja, also ich muss sagen, ich bin gehypt auf Silvester. Let's go, auf zum nächsten Geschäft. Wir sind auf jeden Fall angekommen in Bremen bei Zimmermann. Bin mal gespannt. Ja, die schmeißen sich gegenseitig mit Knaller ab. Also sowas muss ja nun echt nicht sein, ne? Wollen wir da mal reingehen. Eine ganz wichtige Sache, lasst so einen Scheiß nach. Schmeißt euch nicht mit Knaller ab, auch wenn ihr denkt, dass es vielleicht irgendwie cool sein sollte. Ist es nicht, es ist saugefährlich. Hört auf damit. Und ja, jetzt sind wir bei Zimmermann und gucken, was die haben. Oha, hier ist auf jeden Fall schon alles leer, Digga. Ja, warte, dann gucken wir mal so. Aber es sieht sehr, sehr leer alles aus. Also das hat niemand so. Ich bin mal gespannt, wie viel die jetzt davon noch haben. Aber es sieht nicht mehr viel aus. Vielleicht haben die mal so ein Prospekt, dass wir mal überhaupt sehen, was die überhaupt hatten. Also Böller sind komplett ausverkauft. Das haben die jetzt da noch. Schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt woanders gucken auf jeden Fall. Die Frau meinte so, weil die halt so 2 Jahre keine Knaller verkaufen dürfen, kaufen die Leute halt jetzt richtig viel. Kann ich einfach stehen. Mist. So, wir sind im nächsten Geschäft, Häuser Ass. So hießen die mal. Ich weiß den richtigen Namen gerade gar nicht genau, aber ich glaube, die haben keine Knaller. Aber jede Menge Spielzeit auf jeden Fall. Ne, hier gibt es keine Feuerwerkskörper. Das heißt, wir fahren jetzt mal nach rüber nach Markt kaufen. Gucken mal, ob die dort welche haben. Leute, schaut euch dieses Riesenrad an. Sehr, sehr nice.
Wir sind angekommen im Weserpark. Das heißt, hier schauen wir jetzt, welche Knaller wir kriegen. Ich hoffe, es gibt noch welche. Let's go! Aber das sieht ja mal ultra nice aus. Sehr cool auf jeden Fall. So, Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Hier gibt es auf jeden Fall welche. Ja, hier gibt es dann so auch schon einige, die jetzt leer sind. Oha, come on, die müssen wir jetzt mal hier welche haben. Dicker, es ist so viel ausverkauft hier in Bremen. Das ist ja krass, hätte ich gar nicht gedacht. Hier ist auch alles leer. Oh, hier haben wir welche. Aber die haben so keine Böller jetzt, so Kanonenschläge. Oh, guck mal, hier kosten die D-Böller sogar 5,99. Teurer, als wir bezahlt haben. Wir schauen jetzt mal bei Lidl vorbei. Nee, Aldi. So, angekommen bei Aldi und das sieht nicht gut aus. Die haben absolut nichts mehr. Es ist alles ausverkauft. Hier wären so die Sachen gewesen. Es ist einfach alles weg. Jetzt haben die noch so ein paar Batterien hier, aber das ist ja jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Also bei uns, ich hätte schon gedacht, dass es krass wäre, aber nicht so krass, dass einfach alles weg ist. Schreibt mal unten in die Kommentare, habt ihr noch Feuerwerk bekommen? Ja oder nein? Digga. Oh mein, jetzt müssen wir noch eine Marktkauf fahren. Hoffentlich haben die da noch welche. So, die haben jetzt so neue Raketen bekommen. 2,99 eine. Junge, sind die groß. Also echt nice, aber ich habe genug davon. So Leute, bei Marco war jetzt leider nichts mehr. Ich habe ja schon alles aufgebaut und wir schauen uns jetzt einfach mal die ganzen Knaller an, die ich gekauft habe. Also let's go. Ihr seht hier also, hier ist schon einiges. Wir haben hier einiges am Start. Ihr müsst wissen, ich habe ja einiges von meinem Partner PuroWeb bekommen. Also ich habe ungefähr 70 Euro bezahlt im Geschäft. Habt ihr gesehen bei Jawohl. Und den Rest habe ich halt alles bekommen von PuroWeb. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal alles gemeinsam hier durch. Und dann kommen wir auch später zu den ganz großen Sachen. Wirklich haben wir richtig krasse Batterien. Da freue ich mich am meisten drauf. Aber ich würde sagen, fangen wir erstmal bei den kleinen Sachen an. So, da haben wir hier zum Beispiel so Goldfontänen. Davon habe ich, glaube ich, 6 Stück insgesamt. Die haben so Höllenfeuerwerk. Dann halt hier noch so Krimskram. Habe ich halt auch so auf jeden Fall ein kleineres Feuerwerk zugeschickt bekommen, was halt auch so, was man so zünden kann. Hier halt wieder Goldfontänen. Davon habe ich jetzt, wie gesagt, ein paar Stück. Raumschiffe, UFOs, was sind das? Zeppelin, wir schauen mal kurz einmal rein. Ich weiß selber noch nicht genau. Selber noch nicht gesehen. Okay, das sind so kleine Dinger. Lol. Da haben wir richtig viele. Ich glaube, so 20, 30 Stück sind das bestimmt drin. Können wir kurz zeigen. So sieht es aus. Okay, schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier halt die Fontänen halt auch nochmal in anderen Farbe. Einmal in Silber, einmal in Gold. Hier haben wir halt so dicke Rauchbomben. Bengalos in Gelb XL. Ich bin mal gespannt, wie stark die sein werden. Rauchdauer 60 Sekunden. Alter, Rauchmenge 190 Quadratmeter. Das ist echt viel. Bin mal gespannt, wie die abgehen werden. Und sonst haben wir halt nur so, habt ihr selber gesehen, den haben wir gekauft. Pyrocracker 3,99 Euro bezahlt. Bei Markov sollten die ja 6,99 kosten oder 5,99, wenn man sie viel teurer. Aber es war halt schon einiges weg. Bei Zimmermann gab es halt auch gar nichts mehr. Dann haben wir halt noch hier noch so D-Böller bekommen. 5,99, da sind die auch am günstigsten. Aber ich weiß nicht, wie gut die sind, weil in den letzten Jahren hat es gezeigt, dass die nicht so gut waren. Und genau, schauen wir mal weiter, was wir noch so haben hier. Kleine Fontänen, nicht so was Besonderes. Hier haben wir die hier. Bin mal gespannt, wie die abgehen werden. Ich glaube, die musst du mit Streichholz zünden und oben die Kante abmachen. Aber das werden wir alles noch im Vlog sehen. Hier halt, hier so Deko-Feuerwerk. Dann sind das hier die Mini-Raketen für 1,11 Euro. Davon haben wir ja 3 Stück gekauft gehabt. Dann halt hier auch noch so kleinen Feuerwerk. Hier, das sind so kleine Speedrunner. Die habe ich bei Dennis Ball gesehen in der Story. Da hat er so 30 Stück gezündet gehabt. Und die fliegen sofort hoch. Richtig nice. Da bin ich gespannt auf die, wie die abgehen werden. Dann hier so ein Fisch. Ich bin auch mal gespannt, wie das sein wird. Sehr, sehr nice. Wie gesagt, Leute, ich werde auch einen zweiten Teil davon machen, denn das wird noch nicht alles sein. Ich werde heute nochmal einkaufen gehen und davon werde ich auch noch eine zweite Einkaufstour machen, wenn ihr das wollt. Lasst einen Fett noch oben da. Kostenloses Abo, Leute. Und ich würde sagen, wir schauen weiter. Hier haben wir ja die normalen Feuerzeuge, die wir gekauft haben. Boah, das ist auch krass. Lol, das sind auch wieder so kleine, richtig viele. Bin auch mal gespannt, wie die abgehen. Hier haben wir halt wieder die Fontänen, habt ihr eben schon gesehen. Dann halt so Mini-Feuerwerk. Hier haben wir Bengalos, auf jeden Fall einige am Start. Pyro wird mir sehr, sehr viele zugeschickt. Bin mal gespannt, wie die sein werden. Ja, mehrere Farben auf jeden Fall. Feuerzeug könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Feuerzeuge benutzt ihr. Ich habe jetzt mal so 2 Stummfeuerzeuge gekauft. Ich glaube, ich brauche davon auf jeden Fall noch viel mehr. Dann haben wir hier schöne Fontänen. 7 Schuss, 174 Gramm. Brenndauer steht hier leider nicht drauf, aber wird bestimmt schon ordentlich knallen. So, dann gehen wir mal ein paar Stufen runter. Hier haben wir das nochmal einen kleinen Findet Nemo auf jeden Fall am Start. Auch sehr, sehr nice. Bin ich auch mal gespannt, wie die sein werden. Allgemein Fontänen haben wir ein paar. Dann haben wir hier noch eine Fontäne, 3 Meter Höhe und 40 Sekunden Brenndauer. Könnt ihr mal sehen, wie das sein wird dann. So sieht das Logo aus. So, dann haben wir hier so Feuerteufel. Das sind einfach so kleine Dinger. Ja, hier haben wir noch Familienfeuerwerk. Und auch so kleine Fontänen. Jetzt auch nicht so besonders. Aber dann haben wir hier noch, wie gesagt, wieder mehrere Fontänen, kleinere halt.
auch cool. So, dann kommen wir mal hier zur ersten großen Batterie wirklich, die wir hier am Start haben. Sehr cool, steht eigentlich nicht drauf, was die für eine Brenndauer hat, aber die wird schon ordentlich rumst. Ich habe gehört, die soll richtig gut sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Batterien feiert oder mehr so ein paar laute Raketen. So, Tischfeuerwerk haben wir fast durch. Wir haben hier nochmal die gleiche. Muss ich auch mal, ist schon fast durch, muss ich glaube ich mal kleben. Hier haben wir halt noch so römisches Licht. So, dann kommen wir zum Raketenset. 15,99 € haben wir für das bezahlt. Hier haben wir 27 Raketen haben wir hier. Aber man sieht schon, dass schon ein paar hier kaputt gehen. Hier fehlt schon der Deckel, aber ich hoffe, es wird trotzdem nice. Hier haben wir auch Funke-Raketen, das sind auch meiner Meinung nach die besten, die habe ich auch von Pyrowerb bekommen. Hier haben wir noch die Veko-Raketen, haben wir ja auch gekauft gehabt. So ein ganzes Set haben wir hier am Start. Für 9,99 € meiner Meinung nach ist es komplett okay. Haben wir hier auf jeden Fall die nice Batterie. Und ja, die haben wir gleich zweimal am Start. Ist auch echt teuer. Ich glaube, kostet 80-90 € oder so auf jeden Fall. Hier, wie gesagt, haben wir die nochmal von Pyrowerb. So, und hier haben wir noch die Full Moon Party. Die ist auch richtig teuer. Ich glaube, 300 € kostet die Batterie. Und ja, ultra krass. 13 Kilo wiegt das Teil. Da bin ich mir richtig gespannt, wenn ich das Ding in die Luft jagen werde. Schreibt mir gerne unten Kommentare. Würdet ihr so viel Geld für diese Batterie ausgeben oder sagt ihr, hey, das ist viel zu viel? Also ich muss sagen, das ist schon echt richtig geil. Ich bin echt gespannt. So, und hier haben wir, wie gesagt, zum Schluss noch so kleinen Stuff. Das ist aber nichts so Besonderes. Aber ja, Freunde, damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video, mit dem ersten Teil meiner Einkaufstour von Silvester. Wie gesagt, hier liegen über 1000 €. Das ist natürlich geisteskrank. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, kauft ihr Feuerwerk, ja oder nein? Und ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Dankeschön, Leute. Tschakos und tschüss.